Hast du dich schon gefreut? Du wärst ja auch alle sorgenlos, wenn du das Video hättest. Aber du hast es nicht, wie wir langsam bemerkt haben. Na. Wie redest du denn von einer guten Freundin? Clarissa, was willst du? Und du stellst Fragen? Ich möchte von dem Video reden. Von dem richtigen, meine ich. Sind Sie mit der Unterbringung Ihres Gastes zufrieden? Sind Sie der Anführer dieser Bande? Nicht sprechen. Ach, wenn Sie nicht der Anführer sind, ich möchte Ihnen ein Geschäft. Dein Auftritt ist wirklich oscarreif. Schade, dass du dich erst jetzt sehen kannst. Obwohl, du hättest das Vergnügen ja schon früher haben können. Du hättest bloß einen kurzen Blick unter die Musikbox werfen müssen. Was willst du von mir? Eine kleine Wiedergutmachung für das, was du mir angetan hast. Wie viel? Lass mich überlegen. Meine Mitarbeiter hättest du nur 1 Million aushändigen sollen. Aber jetzt, da ich mich selbst herbemüht habe, sagen wir ein paar Unterschriften. Und was bitte schön steht da drin? Dass ich alles zurückerhalte, was du mir genommen hast. Brannabau, Linie Clarisse. Seit wann hat die AMG gehört? Betrachte es als eine Art Haftentschädigung. Übrigens, ich habe mir sagen lassen, dass die Betten dort sehr hart sind. Wenn ich das alles unterschreibe, dann bin ich ruiniert. Aber du behältst deine Freiheit. Entscheide dich. Ich wollte mich sowieso aus dem Geschäftsleben zurückziehen. Tut mir leid, der schreibt leider nicht. Es sei denn, der Tod einer guten Freundin geht mir so zu Herzen, dass mir nur noch die Flucht in die Arbeit bleibt. Tja, damit hast du wohl nicht gerechnet. Worauf wartest du her mit dem Video? Das wagst du nicht. Clarissa, ich warne dich, es ist mir verdammt ernst. Erst wenn du unterschrieben hast. Vergiss es! Tja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als zur Polizei zu gehen. Bleib stehen! Clarissa, ich schwöre dir, ich schieße! Du hast verloren, Tanja, begreifst du das nicht? Du bist am Ende. Suchst du vielleicht das hier? Hallo, Tanja. Du siehst blass aus. Ist dir nicht gut? Miststück, ich hätte dich gleich in der Scheune erledigen sollen! Recht gehabt, meine Liebe. Meine Herren. Los, hier, unterschreiben. Wer garantiert mir, dass du nicht zur Polizei gehst? Niemand. Aber es ist deine einzige Chance. Brandnerbau? Sag mal, was willst du eigentlich mit AMG? Du verstehst doch gar nichts von Musik. Aber vom Geld. Das geht zu weit. Was? Meinen Anteil an Friedenau, den kannst du dir abschminken. Wenn du hinter Gittern sitzt, nutzt dir deine Hälfte von Friedenau recht wenig. Oder willst du vielleicht untervermieten? Vergiss es, Clarissa. Du kriegst Friedenau nicht. Wie du meinst. Würden sie dann? Hallo? Ist dort die Polizei? Ja, es geht um die Entführung. Okay. Ich will aber eine Garantie haben, dass du mich gehen lässt. Und zwar mit dem Video. Mach dir keine Sorgen. Ich bin froh, wenn du weg bist. Hier ist ein Flugticket nach Buenos Aires. In genau 3 Stunden geht dein Flug. Wer sagt mir, dass es keine Falle ist? Du musst mir schon vertrauen. Dann mach schon. Unten wartet ein Fahrer auf dich. Weißt du was? Ich beneide dich richtig. Buenos Aires. Die Sonne, das Meer, der Tango. Das ist wirklich gut. Aber vergiss deinen Sparbuch nicht, das wirst du bestimmt brauchen. Nimm den Mund nicht so voll, das hier ist nicht der letzte Akt. Oh, ich kriege richtig Angst. Ach, Kinder, jetzt streitet euch doch nicht so kurz vor dem Abschied. Vergiss dein Video nicht, sonst behauptest du am Ende noch, ich hätte dich betrogen. Wir sehen uns wieder, Clarissa. Verlass dich drauf. Da bin ich mir nicht so sicher. Gute Reise.
wieder, Clarissa, und dann gnade dir Gott. Guten Flug. Einmal zum Flughafen, bitte. Und vorher noch zu DAF. Zum Flughafen. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich möchte zum Flughafen, habe ich gesagt. Wie bitte? Zum Flughafen. Wir fahren aber nicht zum Flughafen, Tanja. Prost, Schätzchen. Prost. Was glaubst du, wird Tim mit Tanja jetzt machen? Weiß nicht. Auf jeden Fall muss ich mir nicht die Finger schmutzig machen. Glaubst du, er wird sie umbringen? Ach, Schätzchen. Irgendwann müssen wir doch alle sterben, früher oder später. Tanja hat Tim und mir so viel angetan, dass es ihr ganz recht geschieht, wenn sie es dafür bezahlen muss. Sie hat auch einige Menschenleben auf dem Gewissen. Umso erfreulicher, dass sie jetzt an der Reihe ist. Du wirst ihr doch hoffentlich nicht nachtrauern. Nein, nein. Ganz im Gegenteil. Jeder bekommt, was er verdient. Also? Freundschaft. Wie hast du mich gerade genannt? Trottel? Ich finde, ich habe meinen Part sehr gut gespielt. Obwohl, es war ziemlich eng da drin und unbequem. Du wolltest mich umbringen? Auf unserer schönen Hochzeit? Ich war bestens vorbereitet. Bis auf diese kleine Kugel hier. Dein kleines Hochzeitsgeschenk. Hätte dir wohl besser in den Kopf schießen sollen. Wir haben dich geschlagen, Tanja. Mit deinen eigenen Waffen. Und? Was haben sie dir bezahlt, hä? Dachtest du ernsthaft, ich würde mich an einem Mord beteiligen? Was soll's? Alle Indizien sprechen für Clarissa. Ihr könnt mir überhaupt nichts nachweisen. Wer muss dir denn irgendwas nachweisen? Wir haben dein Geständnis. Hereinspaziert. Ich bin unschuldig. Ich denke, das wird ein Gericht entscheiden. Ihn müssen Sie verhaften, nicht mich. Ach. Und wieso? Weil alles seine Idee war. Die Hochzeit, der Mord, er hat sogar die Waffe gestohlen. Können Sie sich ausweisen? Ich bin Rechtsanwalt. Ich kann für Herrn Roloff bürgen. Er hat uns sofort informiert, dass er von Ihren Mordplänen erfahren hat. Und wieso haben Sie nicht uns eingeschaltet? Sie wissen doch, wie das ist, ohne Beweismittel. Oder operieren Sie präventiv? Danke. Spurensicherung. Wo ist Ihr Zimmer? Oben. Christiane kann es Ihnen zeigen. Christiane? Ja, das Dienstmädchen. Es ist schön, dich einmal sprachlos zu sehen. Auf Wiedersehen. Oder besser, nie wieder. Henning war mir immer schon zu langweilig, Marie. Du kannst ihn gerne haben. Oh, du verdammtes Miststück, halt bloß deinen Mund! Marie, das Lachen wird dir im Gefängnis noch vergehen. Hallo, Tanja. Stimmt gut, die Handschellen. Das ist alles ziemlich schief gegangen. Ich hoffe, du findest eine komfortable Zelle. So, meine Damen, damit wären wohl genug der Worte gewechselt worden. Was bist du noch für ein Mensch? Und ich hab dir tatsächlich vertraut. Muss ich mir das wirklich alles anhören? Geh ich doch lieber in U-Haft. Du bist einfach eine schlechte Verliererin. Kommen Sie, Gräfin von Anstetten. Entschuldigung, Herr Kommissar, ich wollte mich nur ein bisschen unterhalten.
Sie haben mich völlig zu Unrecht verdächtigt. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Nach der Beweislage musste sich der Eindruck... Schon gut, schon gut. Ich weiß gar nicht, was du an diesem kleinen Dummchen findest. Reg dich nicht auf. Sie ist es doch nicht wert. Sie leidet nur an Selbstüberschätzung. Es reicht! Sie können noch Ihre Zahnbürste packen gehen. Wir sind dann auch fertig. Gut. Ich hoffe doch, dass wir heute noch hier wegkommen. Du siehst müde aus. Willst du dich ein bisschen hinlegen? Komm. Einen Moment noch. Ich habe da noch ein kleines Anliegen. Brauchen Sie mich noch? Nein, Sie sind fertig. Gibt es ein Problem? Allerdings. Es gefällt mir gar nicht, wie Sie hier unsere Arbeit behindert haben. Was soll das? Wir haben den Fall doch erst aufgeklärt. Sie haben sich in die Ermittlungen eingemischt. Tut mir leid, aber Sie können hier nicht Polizei spielen. Ihr Vorgehen war unverantwortlich. Sie haben Menschenleben gefährdet. Herr Kommissar, es ist doch alles gut gegangen. Bitte? Sie lassen einen Lebenden für tot erklären, bestechen Mediziner, fälschen Totenscheine und inszenieren ein Begräbnis. Ich gebe zu, unsere Methoden waren etwas unkonventionell. Unkonventionell? Ich würde sagen, strafbar. Wir haben Sie vor einem Justizirrtum bewahrt. Sie hätten beinahe mich verhaftet und eine Mörderin entkommen lassen. Ich bitte Sie, Herr Kommissar, es ist doch wohl das Ergebnis, was zählt. Sie haben mindestens gegen 20 Paragraphen verstoßen. Aber ausnahmsweise will ich mal ein Auge zudrücken. Was glauben Sie, mit wie vielen Jahren müsste man wegen versuchten Mordes rechnen? Ich bin kein Richter, Frau von Altstetten, sondern Polizeibeamter. Aber nach meinen Erfahrungen, warum trägt die Verhaftete keine Handschellen? Sofort, Chef. Dann legen Sie sie gefälligst wieder an, aber plötzlich. Jawohl. Die Hände auf den Rücken. Aber tun Sie mir nicht weh, Herr Wachtmeister. Marie! Legen Sie die Waffe weg. Die Waffen zu Boden. Geben Sie auf. Sie machen alles nur noch schlimmer. Tun Sie das Ding weg, oder? Jetzt tun Sie endlich, was sie sagt. Was ist hier los? Oh Gott, Marie! Keine Bewegung. Eine tote Geisel nützt Ihnen überhaupt nichts. Tanja, bitte. Nimm mich als Geisel. Marie hat dir nichts getan. Die Hochzeit, das war alles meine Idee. Wenn ihr euren kleinen Liebling wiedersehen wollt, dann... Dich vielleicht noch. Dann sorgt dafür, dass die Polizei wegbleibt. Los, Marie. Gib auf, du bekommst ein paar Jahre auf Bewährung, danach kannst du von vorne anfangen. Bist weiter da. Noch kannst du zurück. Hör auf, mich zu nerven. Da? Nein, verdammt nochmal, da lang. Da ist auch einer. Hilfe! Klappe! Aua! Ah!
wenn sie die Tür zumachen, es zieht. Endlich ist diese Farce vorbei. Trotzdem, das war ziemlich riskant. Was haben Sie eigentlich für Mitarbeiter, die sich von einer Frau die Waffe wegnehmen lassen? Sie können davon ausgehen, dass es Konsequenzen haben wird. Der Mann sollte im Innendienst arbeiten. Bei Festnahmen hat er nichts zu suchen. Frau von Anstetten ist schließlich ja nun festgenommen worden, oder? Ja, ich mache mich dann auch mal auf den Weg. Kommen Sie morgen Vormittag vorbei. Dann bekommen Sie Ihr Honorar. Ja, dann komme ich auf alle Fälle bei Ihnen vorbei. Du frierst ja. Das geht schon. Du solltest ein heißes Bad nehmen. Also, ich fühle mich jetzt irgendwie nach Champagner. Und du? Lass uns erst mal reingehen. Kommt ihr? Ja. Ich hätte mich fast umgebracht. Es ist vorbei. Wie kann man nur so durchtrieben sein? Es ist vorbei. Hauptsache, dir ist nichts passiert. Schlüssel von 1320. Gefangenenüberführung, Polizeiwache zur Justizvollzugsanstalt, bitte kommen. Ja, komme. Wir haben eine Panne. Braucht ihr Unterstützung, 1320? Nein, wir schaffen das schon. Wir werden nur circa eine Stunde später bei JVA sein. Verstanden. Ende. Zu dir, Clarissa.